Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im diesjährigen Wehrbericht steckt allerlei Kritik, Anregungen und Forderungen von Frau Dr. Högel, welche die AfD seit Jahren, ich betone seit Jahren, für die Bundeswehr stellt. Und auch in ihren Reihen nähert man sich ja mittlerweile unseren Standpunkten an. Neben der Wehrpflicht aus unserem Grundsatzprogramm hat die ehrenwerte Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, ja vor Wochen auch die Zusammenlegung des Artikel 87a und 87b gefordert. Schön, dass Sie sich uns auch hier endlich anschließen. Vielleicht wird es ja sowas mit der 5-Prozent-Hürde zur nächsten Wahl, liebe Kollegen. Das Urteil, welches die Wehrbeauftragte ein Jahr nach Verkündung der Zeitenwende der Bundesregierung ausstellt, ist ein verheerendes. Ob Personal, Material oder Einsatzfähigkeit, überall steht man im Prinzip noch schlechter da als noch zuvor. Eingangs stellt die Wehrbeauftragte richtigerweise fest, Zitat, Verlautbarung aus Reihen höchster Offiziere, die Streitkräfte stünden mehr oder weniger blank da oder die Munition reiche nur für wenige Tage, unterstrichen nochmals die Dringlichkeit, den schon seit Jahren bekannten Mangel in vielen Bereichen der Bundeswehr schleunigst zu beseitigen. Doch direkt im nächsten Satz heißt es, Zitat, die sinnvolle und richtige Abgabe militärischen Geräts und Materials an die Ukraine hat die Situation weiter zugespitzt, denn entsprechender Ersatz ist nicht sofort verfügbar. Und bereits hier sieht man ja die Diskrepanz zwischen den Interessen der Truppe und dem Handeln der Regierung. Und genau davor haben wir als AfD immer gewarnt. Die Abgabe unseres Geräts wird unseren Streitkräften mittelfristig mehr schaden, als dass es den Ukrainern nützen könnte. Aber das wollten Sie alle in Ihrem blinden Aktionismus ja nicht hören. Wenn man 14 Panzerhaubitzen, 3000 Patronen Panzerfaust 3, 100.000 Handgranaten, 14.900 Panzerabwehrminen und sage und schreibe 22 Millionen Schuss Handwaffenmunition abgibt, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass die eigene Armee blank dasteht. Wie ist jetzt die Lage? Frau Dr. Högel nimmt auch da kein Blatt vor den Mund. Zitat. Die 100 Milliarden Euro allein werden nicht ausreichen, sämtliche Fehlbestände auszugleichen. Dafür bedürfe es nach Einschätzung militärischer Experten einer Summe von rund 300 Milliarden Euro. Was für eine Bankrotterklärung unseres Staates. Wir können uns die eigene nationale Verteidigung nicht mehr leisten. Eigentlich ein Skandal, aber sitzt ja hier alle im gleichen Boot, samt den Medien, die Ihnen beim Herunterwirtschaften der Bundeswehr jahrzehntelang den Rücken gedeckt haben. Aber die Wehrbeauftragte stellt ebenfalls richtigerweise fest, dass zur Verteidigungsfähigkeit eben mehr als nur Infrastruktur und Waffen gehören. Die besten Drohnen oder Panzer nützen nichts, wenn sie nicht von Männern und Frauen dahinter, die Männer und Frauen dahinter haben, die bereit sind, diese Mittel zur Verteidigung unseres Landes einzusetzen. Und die Personalprobleme konnten ebenfalls nicht annähernd behoben werden. Und der Grund ist eigentlich auch offensichtlich, wenn man sich mal außerhalb der Regierungsblase und ihrer guten bezahlten Berater befindet. Sie versuchen nämlich, die völlig falschen Leute anzusprechen. Sie wollen das eigene Parteiklientel in die Uniform stecken. Sie wollen den politisch korrekten, querfeministischen Aktivisten in Uniform. Sie wollen die Bundeswehr als cooles Start-up mit Genderstern, Regenbogenfähnchen und ein bisschen Flecktarn. Aber, meine Damen und Herren, das ist keine echte Armee. Und sie wollen auch gar keine echte Armee. Sie fühlen sich durch den Ukraine-Krieg zwar genötigt, sich damit auseinanderzusetzen, aber das nationale Wohl geht ihnen eben nicht vor Ideologie und Parteierfolg. Das sieht man bereits bei den groß angelegten Werbekampagnen zur Bundeswehrkarriere. Da zeigen sie den Elektriker, den Ingenieur und die Ärztin. Ist ja auch alles schön und gut. Aber wo bleibt denn mal der grimmig dreinschauende Jägerfeldwebel oder der dreckverschmierte Kommandant des Schützenpanzers? Das sind die Menschen, welche unsere Bundeswehr braucht. Leute, die Kampf und nicht Karriere wollen. Aber die stoßen sie ja weg. Sie haben keine Wertschätzung für echte Soldaten. Das ist doch die Wahrheit. Und an der politischen Leitlinie hat sich hier nichts geändert. Wieder gibt es nur knapp eine halbe Seite zu den Anliegen unserer Veteranen, gefolgt von zwei Seiten Vielfalt in der Bundeswehr. Ihre Prioritäten bleiben dieselben, trotz Zeitenwende. Der grün-progressive Umbau der Streitkräfte ist und bleibt Ihre Maxime. Die Verteidigung Deutschlands interessiert Sie nicht. Sie haben es sicher sowieso alle im Schoß der NATO bequem gemacht, und das schon seit Jahrzehnten. Und jetzt mal zu den Grünen. Ihr peinlicher Ersatznationalismus für die Ukraine macht Ihr politisches Versagen hier in Deutschland nur noch eklatanter. Hier betreiben Sie Diversity-Management, und in der Ukraine entdecken die Grünen den heroischen Kampf der jungen weißen Männer. Wahnsinn für eine ehemalige Friedenspartei. Herr Genauck, ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion von Herrn Alt? Nein? Können Sie gerne wieder eine Kurzintervention machen, die bügele ich dann auch wieder weg.
Den Ukrainern sagen Sie die volle Unterstützung dabei zu, ihr Heimatland, ihre nationale Identität, Kultur, ihr Volk und sein Überleben mit Stolz und Kampfesgeist zu verteidigen. Hierzulande schmeißen Sie junge Soldaten genau für diese Geisteshaltung aus der Bundeswehr raus. Dabei bekräftigen Sie doch immer alle, dass ohne Slava Ukraini kein Sieg für die Ukraine möglich sei. Ohne Vaterlandsstolz und Ehrgefühl wird eine Armee bloß ein Haufen von Beamten und Angestellten in Uniform. Und genau das wollen Sie aus der Bundeswehr machen und wir eben nicht. Wir sagen ganz klar, unsere Männer und Frauen in Uniform leisten täglich Hervorragendes, und das taten sie bereits, bevor sich irgendjemand von ihnen auch nur überhaupt für unsere Streitkräfte interessiert hat. Vor einem Jahr haben wir gesehen, dass ein konventioneller Krieg in Europa möglich ist. Und auch davor haben wir als AfD immer gewarnt und wurden dafür über Jahre hinweg als ewig Gestrige belächelt. Und heute ist es jedem klar, wenn uns Gott bewahre, eines Tages die Situation auch mal treffen sollte, dann brauchen wir kampfbereute Soldaten. Und der Auftrag eines Soldaten ist nun mal das Kämpfen. Kämpfer kämpfen nun einmal. Und wir haben als Parlament den Auftrag, Ihnen dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu bereiten. Genug Munition, funktionsfähiges Material und eine professionelle Ausrüstung. Und die politische Führung hat die Pflicht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der junge Soldaten sagen können, ich kämpfe für mein deutsches Volk und ich bin stolz darauf. Eine echte Zeitenwende beginnt im Geiste. Wir brauchen eine Bundeswehr, die im Gefecht nicht nur aushalten, sondern vor allem siegen will. Siegen gegen den Feind auf dem Schlachtfeld. Wir brauchen kampfbereite Soldaten, in deren Herzen das Feuer für Deutschland brennt. Und so sehr Sie es auch in den letzten anderthalb Jahren versucht haben, mein Feuer und das Feuer meiner Kameraden konnten Sie nicht löschen. Und ich verspreche Ihnen, das werden Sie auch nicht. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention.